Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind wieder hier an der Wasserstelle. In der letzten Folge haben wir dafür gesorgt, dass die Piraten sich hier Wasser holen dürfen. Und sind dann hier durch den Baumstamm gekraxelt und gucken uns jetzt mal so hier das Gebiet an. Das ist ja nicht sonderlich groß. Wir reden mal mit dem eingeborenen Dude hier, Mandaru. Warum so still? Mandarus Blick prüft dich. Er verrät, was Mandaru über dich wissen muss. Und was hat er dir verraten? Du bist keiner der Menschen vom Strand. Nein, du suchst etwas. Und auf deinen Schultern lastet eine lange Reise. Okay, den Trick musst du mir erklären. Da gibt es nichts zu erklären. Hast du noch nie dein eigenes Spiegelbild im Wasser gesehen? Sieh es dir genau an. Es erzählt dir viele Dinge, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. In deinem Blick sehe ich die Suche, während der Stoff an deinem Körper dein Sein erklärt. Wir Tufas lernen, dass innere Ruhe und Beobachtung der Schlüssel zur Weisheit sind. Innere Ruhe und Beobachtung? Dann wird das bei dir wohl nichts mit der Weisheit. Was du nicht sagst. Ich muss mal ganz kurz Pause machen, weil ich sehe, dass der Soundausschlag auf einmal extrem hoch ist. Gib mir eine Sekunde. So, ich habe mal 20% runtergestellt, die Gesamtlautstärke. Mal gucken, ob das besser ist. Warum kannst du unsere Sprache so gut? Mandaru ist vielen Reisenden begegnet und hat das Wort der Freundschaft mit den Menschen gesucht. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Menschen am Strand sind uneins. Ich sehe Zwietracht. Ich sehe, dass Worte Zeit verschwenden. Ich sehe, dass nichts ist, wie es war. Irgendwie ist es immer noch laut. Nochmal eine Sekunde. So, ich habe es jetzt nochmal 20% runtergestellt. Ich will mehr über die Aufgaben eines Tufa wissen. Wir Tufas nehmen von der Natur das, was sie uns gibt. Doch nie im Überfluss. Lediglich, was wir benötigen. Und auch nur dann, wenn es uns bestimmt ist. Kann ein Tufa seine Beute nicht erlegen, lässt er ab, da die Zeit noch nicht gekommen ist. Ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Dir fehlt der Blick des Jägers. Selbst das kleinste Tier wird sich wehren, wenn es sich bedroht fühlt. Wir Kila mögen ihnen überlegen sein, doch wir werden dennoch Schmerzen davontragen. So wie Mandaru es sieht, wird Gaia bald mit Blut getränkt werden, wenn nicht etwas passiert. Okay, da hinten ist ein Krokodil. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Das tat weh. Festgegner gewesen. Tut mir leid, dass ich jetzt so viel Pause machen musste und so, aber also bisher war das nicht so. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt auf einmal so laut ist. Oder war. Jetzt müsste es eigentlich besser sein. In Klammern hoffe ich. Ja, außerdem könnte es sein, dass mein Commentary diese Folge ein bisschen anders ist, beziehungsweise meine Stimme oder mein Atmen, denn ich habe mich gerade eben einmal mit McDonald's komplett vollgestopft. So einmal alle paar Monate kann man das mal machen. Das sind nämlich gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme Gutscheine. Und ich habe gefühlt die halbe Karte rauf und runter gegessen. Aua, aua. Das ging schnell. Und entsprechend fühle ich mich gerade, als hätte ich einen Backstein in mir. Aber so ist das halt. Auch ein Questgegner. Welche Quests? Verstehe ich nicht.
Aber egal. Wir haben es erledigt. Das reicht ja erstmal. Eieiei. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Dann können wir wieder weg. Hier noch vielleicht? Ne, hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir zurück zur Wasserstelle und gehen dann mit dem eingeborenen Dude weiter. Oder gehen wir vor und bringen noch ein paar Gegner um, bevor wir mit dem eingeborenen Dude weiterlaufen. Das wäre auf jeden Fall auch eine Option. Eines Tages, du wirst sein starker Chaka von Gutschuss. Ach so. Wie ist es bei euch im Lager so? Leben bei uns Kieler ist einfach. Wir haben unsere Muleke, die sich kümmern um Sammeln von Pflanzen. Die Tonka beschützen uns vor Gutschuss, wie dir. Und unsere Tufas jagen das Fleisch zum Essen. Ja, und zu wem, zu welcher Gruppe davon gehörst du? So, doch. Äffchen verprügeln. Und dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal hier die Ramme auseinander. Ich krieg meine Waffe was zu tun. Scheiß Riesenviecher. Ach, die kämpfen gar nicht zusammen. Damit mach ich mir eine Mütze. Das ging schnell. Na dann. So, wir haben ja jetzt das hier alles erkundet. Und ich denke mal, hier werden wir den Typ hinbringen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier mehr oder weniger komplett einfach geradeaus durchgehen. Oder so, wobei... Ne, das müsste ja... Kommen wir hier unten irgendwie lang. Also wahrscheinlich hier irgendwie hoch und dann hier rüber über die Stege. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie akkurat diese Karte ist. Ach komm, wir laufen einfach mal ein bisschen. Schauen wir mal, wo uns die Wege so hinführen. Diese Standardgegner, die sind wirklich gar kein Problem mehr. Komm her, du. Das ging schnell. Da ist ein Panther oder sowas. Ein kräftiger Panther, das ist ein Questgegner. Ach komm, dann holen wir doch erstmal den Typen ab. Aber nicht ohne das Äffchen hier zu prügeln. So, Bobor. Lass uns weitergehen. Na gut, auch wenn Bobors Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir.
Ja, gehen wir. Es sind viele, viele Sprecher aus Gothic 3 hier in Risen 3. Also, es ist einfach nur eine Feststellung, keine Wertung. Ich mochte die Sprecher in Gothic 3 sehr gerne. Zumindest die meisten. Und solange keine Stimmen unpassend sind, komplett, habe ich da auch nichts Hulk. Gegen. Gehen wir. Ja, ja, ich komme ja schon. Da hinten ist ein Feuervogel. Bobo, müde. Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Wobei, ist eigentlich gut, dann können wir uns ja doch noch ein bisschen hier umschauen. Achtung, jetzt komme ich! Ist ja noch einer gewesen. Das ging schnell! Hier ging es jetzt zu dem Panther. Hier haben wir den Jaguar gekillt. Wo geht's grundsätzlich? Okay, hier der Panther hat hier so ein kleines Gebiet bewacht. Hier geht's noch irgendwo hin, wo wir vielleicht hingehen könnten, kurz. Wer weiß bei uns eigentlich, dass das wehtat? Und da ist wieder der Panther. Ach, man kommt hier durch, okay, deswegen. Aus deiner Haut macht meine Mütze! Boah, sind das viele. Gut so. Ja, es ist aber ganz ähnlich wie auch schon in Risen 2. Komm her. Scheiß Spinnen. Die Muskete ist extrem OP. Aber ist ja eigentlich auch logisch. Ich meine, das ist eine Fernkampfwaffe in einer Welt, wo es nicht so viele Fernkampfwaffen gibt. Außer andere Musketen. Und andere Musketen kriegt nicht jeder. Gut, die Leute können noch Sachen werfen, das geht sicherlich. Aber ist auch nicht so effektiv und. Aus deiner Haut mach ich eine Mütze! Aua. Und dann macht das Ding halt auch noch extrem viel Schaden. Und das schnell. Und dann gibt's ja hier anscheinend auch noch irgendwie so ein. Matt. Ich bin weg. Dann gibt es ja hier anscheinend auch noch so eine Art Bug. Würde ich es nennen wollen. Der dafür sorgt, dass wir halt die ganze Zeit critten, wenn wir irgendwie näher als so und so dran sind. Komm her, du! Ja, ich weiß gar nicht, ob Bobo. Oh, da ist ein anderer Typ, mit dem möchte ich noch nicht reden.
Ach komm, dann gehen wir jetzt zurück zu Borba und laufen mit dem weiter. Der müsste ja hier irgendwo... hier. Wie? Was? Bobo kann nicht mehr. Du, Bobo, tragen. Ah, du hast ja wohl nicht mehr alle. Lass uns weitergehen. Gucho ist gemein. Wir aber bald da in Lage der Killer. Bobo, ein starker Tufa. Ich werde schaffen. Du wirst schaffen. Karakatonka! Der kämpft gar nicht mit, der Sack. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Naja, ich bin ja da. Oh, das mache ich vielleicht nicht. Hauk, gehen wir. Kamil. Wir sind da. Dieses Lager der Killer. Bobo, jetzt gehen schlafen. Perfektionist. Was heißt das? Ja. Danke, dass du mich hergebracht hast. Nein, Gucho mir nicht danken. Ich danke dir, du mich begleiten. Auf diesem Weg, auf Reise, die mir auferlegt wurde, von den Hike. Bobo hoffen auch Gucho hat gelernt aus dieser Reise. Bobo, jetzt gehen schlafen. Gute Nacht, Gucho. Gute Nacht. Wollte mal gerade gucken, wir haben 25.000, das ist gar nicht so wenig. Aber so viel damit machen können wir ehrlich gesagt auch nicht. Das haben wir eigentlich durch. Da, den können wir uns noch kümmern. Was ist das? Das gibt's hier. Na ja, komm. Kapoyala, Gucho. Du passt sicher auf eure Gemeinschaft auf. Chi, und es erfüllt Kamil mit Stolz. Aber es gibt auch unter uns Kila jene, die sich nicht als würdig erweisen, ein Tonka zu sein. Nimm darum Kamils Rat an. Ehre, was dir gegeben, bevor jemand anderes es sich nimmt. Was kannst du mir über deinen Stamm erzählen? Gucho möchte mehr wissen über Kila? Gut. Doch ich warne dich, hör Kamil genau zu. Was ich zu erzählen habe, ist wichtig. Begegne meinen Worten mit Respekt, oder die Hike werden dich strafen. Okay. Jetzt schieß schon los. Geduld, Gucho. Du wirst lernen müssen, Kamils Worte zu achten. Wisse, dass wir Kila dem Urteil unseres Chakas und dem Rat des Orakels folgen. Unser Chaka richtet sein Urteil dabei nach dem Gebot der Hike. Sie wachen von der anderen Seite über uns. Interessant. Und weiter? Wir Tonka sind Krieger und tragen den Kampf in uns. Und die Tufas sind Jäger und lernen noch. Unsere Muleke, die Sammlerinnen, kümmern sich um die Ernte. Und unsere Kiki wirken mächtiges Voodoo. Okay, ich glaube, ich habe genug. Chi, es ist deine Entscheidung. Ja, wir kennen das, kennen wir ja alles schon. Das ist ja das gleiche wie bei den ganzen Eingeborenen in Risen 2. Flugstein und zweimal Golderz. Was passiert, wenn wir so ein unschuldiges Äffchen umbringen? Scheinbar gar nichts, aber ich möchte es erstmal trotzdem nicht machen, glaube ich. Aha, guck mal hier, da haben wir doch schon einen Teleporter. Sind so viele. Geht doch. Ja,
Wenigstens war hier diesmal Musik bei. Das Ding ist, so langsam brauchen wir wieder Kugeln. Wow. Das war's mit dem Vieh. Hier haben wir noch Gold. Ich meine, ich mache mir jetzt im Moment noch wenig Sorgen um die Kugeln, weil wir haben ja noch fast 700, aber wir hatten auch schon mal 600 mehr, also 700 sind nicht so viele. Na komm, dann gehen wir erstmal ins Dorf. Obwohl, jetzt wo wir hier den Teleporter haben, könnten wir eigentlich kurz die Quest abgeben mit dem Wasser. Das Wasserproblem ist Geschichte. Die Eingeborenen greifen euch nicht mehr an. Beim Klabautermann, das ist ja ein Ding. Endlich keine Speerspitzen mehr, die auf einen gerichtet sind. Dann wird der Rum bald wieder fließen. Hast du wirklich gut gemacht. Hier, das ist für dich. Das ist reichlich wenig dafür, dass hier niemand verdursten muss. Na schön. Hier, ich lege noch etwas oben drauf. Wow, nochmal 30. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Die Eingeborenen werden das Wasser mit euch teilen. Ha! Die und teilen? Nie im Leben, Jungchen. Jeder verfluchte Fisch in deren Tümpel ist ihnen heilig. Warum sollten sie ausgerechnet jetzt mit uns teilen? Aber... Nein! Wir werden hier eher elendig verrecken. Das wirst auch du noch erkennen. Okay. Warum renne ich eigentlich zurück? Ich muss ja nicht zum Teleporter, um mich woanders hin zu teleportieren. Ich könnten wir uns auch noch die Pflanze mal eben holen, dann hätten wir die auch schon. Das macht vielleicht sogar tatsächlich Sinn. Ich meine, wir haben ja hier unten eigentlich auch den größten Teil dieses Gebiets schon erkundet, glaube ich. Ah, das ist da oben. Wie kommt man denn da hin? Ja, wie kommt man denn da hin? Da ist eine Brücke, die ist aber abgerissen. Also von da aus... Okay, wir müssen quasi vom Dorf aus dahin. Na gut, dann gehen wir halt vom Dorf aus dahin. So, mit dir haben wir geredet, das heißt, das müssen wir nicht nochmal machen. Und dann sind wir im Dorf und das Setting hier könnte einem bekannt vorkommen, denn, also nicht nur das Setting, sondern hier diese Treppe und das Feuer in der Mitte und so, das gab es genauso bei Risen 2. Wer bist du? Boah, ich dachte, du wolltest schlafen. Hm. Anscheinend ja doch nicht. Warte mal, was hat da schon wieder Fusel in der Hand? Der säuft schon wieder. Hat wohl doch nicht genug gehabt. Dass wir hier klauen, juckt anscheinend auch niemanden. Dann können wir einfach weitermachen. Geil, Käse.
Eine Muschelkette, Pistolen einschüchtern, kugelsicher, das klingt gar nicht so schlecht. Die können wir aber sofort mal ausprobieren. Denn wir haben Stichwaffen, Dolche und Einschüchtern. Und das macht statt Stichwaffen und Dolche Pistolen und kugelsicher. Das können wir eigentlich beides gebrauchen. Gut, wir benutzen zwar gerade keine Pistole, aber grundsätzlich werde ich das ja wieder machen. Von Voodoo verstehe ich nichts. Okay. Warum eigentlich nicht? So, und da müssen wir irgendwie von da, glaube ich, darüber. Makoto. Wer bist du? Ein Gucho? Hier? Makoto gewusst, dass Kamil schwacher Tonka lässt ärmlichen Menschen in unser Dorf und spuckt auf Ehre der Kila. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist Makoto klar. Aber du bringst Ärger mit dir. Du nicht mal gut genug, um die Arbeit unserer Muleke auf dich zu nehmen. Guchos wie du taugen zu gar nichts. Weniger wert als Dreck, auf den Makoto tritt. Du besser gehst mir aus den Augen, Gucho. Oder du enden wie dieser Gucho Slim in Gefangenschaft. Wenn dir jemand so dumm kommt, gibt es nur eine Möglichkeit. Die wäre? Komm ihm noch dümmer. Ohno Palava, verschwindet endlich! Woher kommt dein Hass auf die Piraten? Makoto hasst nicht nur Menschen von Strand, sondern alle Guchos. Makoto kennt die Geschichten, die man sich erzählt. Eure Donnerstöcke sind schneller als der Wind und eure Gier ist größer als jeder Felsen. Ihr legt Eisen um unsere Frauen und Männer, zertrampelt, was wir erbaut und entweiht, was wir verehren. Als die Tivas euch schufen, mussten sie voller Zorn gewesen sein. Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Kila werden stark und bekriegen alle Guchos. Ich merke schon, das führt zu nichts. Naja, nee, offensichtlich nicht. Oh. Schlage ich ein paar Schädler. Gut so. Kann ja keiner mit rechnen, dass da so ein Gorilla ist. So, ich weiß, hier muss ich eigentlich gar nicht hin. Wobei, das ist Chani, glaube ich. Hä? Wo kommen die denn alle her? Chiraka! Hamir, wer bist du? Psst, Homie, besser leise sein. Stör ich? Homie stört nicht. Homie verschreckt Tiere. Und wenn Tiere fliehen, Pamir muss Jagd von vorne beginnen. Darum ist es besser, wenn wir sind leise. Du bist ein Jäger? Nein. Pamir ist auf Jagd, aber kein Jäger. Pamir will etwas sammeln, das verloren ist. Verstehe. Ein Sammler also? Nein, nein. Kein Sammler. Wenn du kein Jäger und kein Sammler bist, was bist du dann? Ein Gno, was sonst, Homie? Vergiss, dass ich gefragt habe. Nicht sauer sein, Homie. Große Reise bringt viele Fragen mit sich. Deine große Reise hat dich nach Kila geführt? Jep, jep. Und wie jeder Gno muss Pamir auf großer Reise sein Aurikulki finden. Und du hast es noch nicht gefunden, nehme ich an. Nee, Homie. Pamir hat gefunden, aber Affe hat es ihm gestohlen.
Du hast dich von einem Affen beklauen lassen? Jep. Garstiger Dieb. Niemand beklaut Pamir. Aber dieser Affe ist besonders pfiffig. Er hat eine Kawa, doch Pamir traut sich nicht hinein. Vielleicht weiß Homi eine Lösung. Wie sieht dein Aurikulki denn aus? Es ist ein kleiner Funkelring. Homis tragen ihn am Ohr. Ein Ohrring? Klingt nicht besonders spannend. Er glitzert über weite Strecken. Kumpo von Pamir dann immer wissen, wenn er sie besuchen kommt. Woher hast du den Ohrring? War Geschenk von Homi. Er ihn sicher nicht mehr gebraucht. Also hat Pamir ihn genommen. Ich werde dein Aurikulki finden. Tantan, Homi. Wenn du willst, zeigt Pamir dir den Weg zur Affenhöhle. Ein Wort genügt und ich führe dich hin. Gleich oder nicht gleich, später. Denn jetzt müssen wir erstmal über diese Brücke. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne ganz viele Kommentare und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.